eingefallen, die ich gar nicht ausgelöst habe. Jetzt habe ich sie ausgelöst. Wow, viele Magier. Und auch eine große Mumie. So, weg mit dem Magier. Eine große Mumie ist gut. Zwei von der Sorte. So. Können und Disziplin schafft man alles. So. Weg mit euch. Und ich brauche dringend wieder was zu essen. Ich hoffe, das kriege ich im nächsten Raum. Ja. Futter ich mich, stopfe ich mich hier ordentlich voll. Nein, ich krieg nur... Untote? Kommt, kommt, ja. Ey, warum dürfen die über die fallen und ich nicht? So. Au. Okay, einfach da drüber dashen. Ist nicht so gut. So. Da ist die Krone weg. Okay, merke, nicht mehr überfallen dashen. Sondern einfach drüber laufen. Okay, ich krieg eine neue Krone. Und ich habe hier fast wieder ein Level. Ein neues Leben. Okay, das sind mir zu viele Spawner. Da rufe ich doch lieber mal Verstärkung. So, weg mit dem blauen Skelett-Spawner. So. Autsch, das war nicht so gut. Okay, es kommen viel mehr, wieder viele, viele Untote. Weg mit denen. Wow. Okay. Ich hole mir mal das Essen hier oben. Und werf meine Crispy durch die Spawner durch. So. So. Jetzt ist der Spawner weg, jetzt ist das Skelett weg. Jetzt sind alle weg. Einfach weg mit allen. So. Bomben. Das heißt, hier ist irgendwo mal wieder ein Riss in der Mauer. Ja, ich sehe ihn auch schon. Hoffentlich finde ich da wieder so eine Mana-Flasche. Die sind nämlich gerade mit dem Artefakt, mit dem Doppelgänger-Artefakt recht nützlich. So. Und weg. Mach Bumm. Ja, genau. So eine Flasche. Und da drüben sehe ich jede Menge Essen, auf das wir noch zukommen werden. Also ja, jetzt haben die Flaschen endlich mal Verwendung. In der ersten Aufnahmesession hatten sie ja fast keine eigentlich. Wow. So, Zombies wegprügeln. Das scheint der Weg weiter zu sein. Okay, dann gucke ich erst einmal hier links durch die Tür. Hier ist nur Essen. Ein Schlüssel und noch mehr Mana. Okay, und das spawnt einen neuen Skelett-Spawner. Nur einen. Mal gucken, ob es nur der eine ist. Ja, ist es. Jawohl, das war ein schöner Wurf. Wow. Wenn es aber zu viele Skelette werden, ist es auch nicht gut. So, deswegen schalten wir die Jungs mal aus. So. Genau. Misch du dich nicht ein. Oh. Das war knapp. So, weg mit dem Bogenschützen und jetzt noch weg mit dem Skelettkrieger. So. Gut, wir haben zwei Mana-Tränke. Wir haben vier Leben. Wir haben volles Leben.
Was kommt diesmal? Oh. Zwei Skelett-Spawner, damit können wir arbeiten. Ja, damit können wir sehr gut arbeiten. So. Wusch. Wow. Das war nicht so toll. Ja, kommt, haut gegen mein Schild. Ich mache eure Spawner währenddessen kaputt. Ja. Ich habe zwar keinen Bogen, mit dem ich ziehen kann. So, aber ich habe einen Speer, mit dem ich ziehen kann. So. Weg mit dir. Weg mit dir. So. Gut, essen. Einmal essen. Bewahren wir auf. Die ach so talentierte Walküre hat das Essen vernichtet. Genau, das war Absicht. So, ich habe jede Menge Schlüssel. Und ich glaube, ich bin schon hier durch, hä? Durch das zweite Gebiet. Da habe ich wahrscheinlich das Schwere zuerst gewählt. Ja, wieder direkt gegen die Wand gedasht. Das tut natürlich weh, also nicht auf dem Lebensbalken, sondern im Allgemeinen. So. Ah, Grabkammern und der Weg weiter. Puh. Dort gibt es nur Essen und Mana, einen Mana-Trank. Ich will lieber Geld. Ah, da oben gibt es einen Schlüssel. Kommt schön her. So, oh, ein Spawner sogar. Wow, das hat uns jetzt getroffen. Das sieht wertvoll aus. Au. So. Der Magier muss weg. Ja. Genau, so. Magie ist weg. Das heißt, das Ding kann sich jetzt auch verabschieden. Und die Krone ist weg. Mal wieder. Gut, das heißt, ich schnappe mir jetzt den Schlüssel und das Essen da oben. In der Hoffnung, dass da nichts mehr ist. Dass hier nicht auch gleich was spawnt. Nein, bis jetzt nicht. Oh, da drüben gibt es noch Schätze. Hier sind auf jeden Fall ein paar Gegner. So. Oh, und ein Spawner. Das ist nicht so schön. Gehen wir mal um die Ecke. Oh, einer mit Krone. So, weg mit dem Zauberer. Explodier hier und mach den Spawner ein bisschen kaputt. So, ich hätte gerne die Krone. Und dann Frisbee werfen. Ja genau, durch den Spawner durch. So, weg mit dem Spawner. Schade, wirklich neue Gegner hat es hier jetzt nicht gegeben. Will ich das Essen haben und den Mana-Trank? Oder will ich mir den Schlüssel aufheben? Nee, komm, ich nehme den Mana-Trank und mach das Essen kaputt. So. Damit ich die Meisterschaft auch mal langsam freischalte. Oh, der da unten sieht ungemütlich aus. Und hier sind wir viel zu viele Spawner mal wieder. Deswegen. So. Rufe ich. Ups. Weg hier. Das ist nicht so schön.
Okay, da sind viel zu viele. Oh, da ist noch eine Mana-Flasche. Okay, das heißt, ich rufe nochmal Valkyrie Doppelgänger herbei. Die nichts machen. Okay, das war nicht so gut. Wirklich den Beschwörungsstein zerstören. Ja, weiß ich. Aber dafür sitze ich erstmal zu sehr in der Sackgasse. Ich kann mich im Augenblick nur verteidigen. Ups, was war das jetzt? Na egal, es ist explodiert. Willkommen zurück, Valkyrie. Okay, ich muss erstmal gucken, dass ich den Lilanen außer Gefecht setze. Au. Ja, in mehrere Richtungen blocken ist halt immer so eine Sache. Au. Ja, genau, explodier du mal. Wow. Ihr könnt auch alle sterben. Dritter Tod hier drin schon, okay. Der Raum ist wirklich nicht einfach. Au. Ja, schon wieder. Das gibt's doch nicht. Also der Raum hier ist echt starker Tupac. Bitte mach den Zerstörungsstein jetzt kaputt. Auch keine, dass ich wenigstens die Mumien loswerde. So. Ja. Gut. Ich habe noch zwei Leben. So viel dazu. Und da oben liegt die Krone. Die gleich despawnt, wenn ich nicht aufpasse. Ja, sie ist despawnt. Gut. Wow. Okay, neue Krone. Neues Glück. Das sieht wertvoll aus. So, weg mit dem letzten Beschwörungsstein. Weg mit den beiden Bogenschützen hier vor allem. Ja, du dash mal da und stirb so. War's das jetzt? Nein, da lebt noch einer. Und der da unten, der dicke König, da sieht ungewöhnlich aus. Okay, große Mumien. Das war nicht so toll. So, jetzt aber. Eure Fähigkeiten und Disziplin im Kampf sind beispiellos, Valkyrie. Ja, genau. Das ist die beste Strategie. So, und nochmal. Genau. Ja. Also durch die großen Mumien sehr nah, wenn man an ihnen sehr nah dran steht, kann man durch sie durchdashen. Hier ist Essen. Das ich jetzt nicht mehr brauche. Will ich wirklich diesen Weg nehmen? Oder gucke ich mich auf der anderen Seite auch mal um? Ich glaube, ich gucke mich auf der anderen Seite auch mal kurz um. Ja, gehe ich hier, kann ich hier durch? Bitte, danke schön. Ja, kann ich. Dadurch kann ich den Weg hier öffnen.